Hallo Pilzfreunde, willkommen im Wald. Hier habe ich Hexenbutter gefunden, auch gelbe Lohblüte genannt. Das ist ein Schleimpilz. Natürlich nicht essbar, ist ungenießbar. Aber ein schöner, interessanter Pilz. Der hat eine ganz interessante Konsistenz, wie man hier sehen kann. Der ist wirklich butterweich. Dieser Pilz ist ein 2 bis 20 cm großes zitronengelbes Gebilde. Wenn er genug Nährstoffe gesammelt hat, fängt er an braun bis schwarz zu werden und zerfällt. Naja, viel mehr kann ich zu diesem Pilz gar nicht sagen. Man sieht ihn immer wieder, ist sehr ein markanter Pilz. Diese gelben Flecken auf dem Holz. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.